Die Linux Mint Debian Edition 4 hinterließ im Test schon einen soliden Eindruck. Wir schauen in diesem kurzen Video schnell an, wie sich die finale Version mit dem Codenamen Debbie macht und was sich im Vergleich zur Beta noch verändert hat. Los geht's! Download. Die ISO-Datei kann für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme über folgende URL linuxmint.com heruntergeladen werden. Dazu auf Download, dann die Edition LMDE 4 wählen und hier dann auf 64 oder 32-Bit, je nachdem, was bei dir vorhanden ist. Danach suchst du dir einen Spiegelserver in deiner Nähe aus und lädst die ISO-Datei herunter. Sobald du diese heruntergeladen hast, magst du entweder wie ich in einer virtuellen Maschine weiter oder du bedienst dich eines Tools wie zum Beispiel Etcher, um dir ein bootfähiges Medium zu erstellen. Was an der Stelle noch als kleine Ergänzung oder Info wichtig ist, es gibt von LMDE gibt's nur eine Cinnamon-Edition zum Runterladen, keine mit Mate. Plattenplatzverbrauch in Gigabyte nach der Installation. Ich habe die Beta via Updates bzw. Upgrades zur stabilen Version gemacht und keine weitere Software derweil installiert. Auf meiner Platte sind jetzt in etwa 5,5 GB belegt. Das ist weniger als andere Distributionen mit GNOME oder KDE zum Beispiel beanspruchen. Also im Schnitt ein ganz ansehnlicher Wert. Desktop allgemein. Cinnamon 4.4.8 ist unverändert zur Beta-Version installiert. Es gab seit der Beta ein paar kleinere Updates an den Mint-Tools und was Debian so an Updates reinschiebt, wie zum Beispiel Firefox oder Thunderbird-Aktualisierungen. Ansonsten kommt, wie bei einem Debian-System üblich, nicht zu viel an Updates rein. Sicherheitsaktualisierungen von der Debian-Basis und zuzüglich gelegentlicher Cinnamon-Patches von der Linux-Mint-Seite. Desktop aussehen. Am konservativen Cinnamon Desktop aussehen hat sich demnach nichts verändert. Es läuft weiterhin ausgesprochen stabil und ist aktuell gleich auf mit der Cinnamon Version der normalen Linux Mint Ausgabe. Euch erwartet hier im Prinzip ein stabiles Arbeitstier mit modernem Desktop. Vorinstallierte Software. Wir haben Kernel 4.19.0-8, weiterhin, also der stabile Debian-Kernel. Dann haben wir Firefox 68.6.0 ESR, ich glaube im Beta war es 68.5. Thunderbird haben wir auch 68.6, ich glaube im Test der Beta war es auch 68.5. Das ist, was ich vorhin ja meinte, Debian schiebt natürlich auch ein paar Aktualisierungen hinterher und das macht sich zum Beispiel dann in einem System ohne große Software installiert zu haben, dann an zum Beispiel Firefox oder Thunderbird deutlich bemerkbar. Dann Office, hat sich meines Wissens nach nichts dran verändert an der Office Suite. Das ist weiterhin die 6.1.5.2. Ist klar, da macht Debian nicht sehr viel an den Versionsständen, ist ja, denke ich mal, allseits bekannt. Die ansonsten installierte Software finde ich ziemlich moderat. Schauen wir mal rein, was wir alles so haben. Auf alle Anwendungen. Das ist natürlich dann jetzt alphabetisch sortiert. Wer jetzt kein Cinnamon-Anwender ist oder wer jetzt nicht sonderlich mit Linux Mint vertraut ist, für den wird es auch ein bisschen unübersichtlich ausschauen. Celluloid ist zum Beispiel der Ersatz für VLC-Player, den das Linux Mint-Team in seinen Editionen mittlerweile ausliefert. Ansonsten sind das viele Cinnamon-Anwendungen, die in den Einstellungen gebündelt sind. Haben wir Gnode, Hexchat ist im Prinzip das einzige Tool, wo ich sagen würde, okay, ob das der normale Anwender braucht, sei mal dahingestellt. Darüber hinaus sind es überwiegend
MINT-Tools, die hier angezeigt werden. Das Gesamtpaket ist in meinen Augen gut. Es ist ein relativ minimales Konzept. Und die, die meine Videos schon öfter geguckt haben, werden natürlich wissen, was jetzt kommt. Ich bin ein Anhänger dieses Minimalismus und das finde ich schon ganz gut. Also hier finde ich das, hier stimmt das Konzept in meinen Augen. Arbeitsspeicherverbrauch. Schön, schauen wir mal. Also, während meiner Testphase wurden in etwa 687 Megabyte verbraucht. Was sehen wir hier? 1,23 GB. Wir machen mal die üblichen Verdächtigen zu, Firefox zu, Office zu und sehen, okay, es geht jetzt auf 887 MB runter. Ist jetzt nicht der allerbeste Wert, aber ist jetzt auch nicht der schlechteste Wert für einen modernen Desktop. Also hier sage ich mal, gutes Mittelmaß. Fazit: LMDE 4, Codename Debi, setzt konsequent da an, wo seine Beta im Prinzip aufhörte. Ein solider Cinnamon Desktop mit stabiler Debian-Basis. Das verspricht, ein langweiliges, aber quasi unverwüstliches System zu werden oder zu sein. Wer Cinnamon mag, und wem die Ubuntu-basierende Version zu viele Updates durchreicht, findet hier in gewisser Weise sein Frieden. Bedenkt dann aber, dass ihr mit der Debian-Edition keine PPA-Repositories mehr einbinden könnt. Wer bereits Debian Stable bzw. Buster einsetzt und jetzt neidisch von seinem Cinnamon 3 rüberschielt, kann sich einen Wechsel überlegen. Aber überlegt euch an der Stelle dann auch, ob der Gesamtaufwand des Systemwechsels, also Daten sichern, neu installieren, Daten wiederherstellen, das Ganze wert ist. Wenn euch Cinnamon 4.4 das wirklich den ganzen Aufwand wert ist, hier ist genau die stabile Linux-Mint-Ausgabe, die auf Debian basiert. LMDE 4 hinterließ einen sehr guten und stabilen Gesamteindruck. Und ich kann diese Version all denen empfehlen, die einen konservativen Arbeitsdesktop suchen, der verlässlich und stabil sein soll. Für ein Kanalabo und Daumen hoch bin ich dankbar. Vielen Dank für das Schauen meiner Videos. Anregungen? Einfach in die Kommentare reinschreiben. Meine Videos könnt ihr auch gerne mit euren Freunden in den sozialen Medien teilen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und ich hoffe, ihr bleibt auch alle gesund. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit, einen schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.